Nein, es ist schön, dass wir nicht da sind. Ja. Da ist man nicht so einsam, gell? Ja, weil mir geht's gar nicht so gut im Moment. Oh ja, das ist jetzt schön, gell? Ja, also, ja, weil meine Frau hat mich verlassen. Ja, ach Gott, tut das gut. Also, ja, also wir haben uns getrennt. Erst mal so für 2, 5, 12 Jahre und dann gucken wir mal weiter, ja. Ja, also einige Leute sagen ja, wir hätten kampflos aufgeben. Aber das stimmt doch überhaupt gar nicht. Wir haben wirklich alles Mögliche probiert, dieses Kribbeln nochmal zu spüren, ja. Brause, Rheumasalb, Reizstrom. Aber wir waren sogar bei einer Eheberatung. Ja, aber die Frau hat nur abgewunken und gesagt, ach Gott, wären Sie doch vor Jahren gekommen, wir hätten Ihnen von einer Ehe abgeraten. Ja, und wie ist es mit dem Sex? Oh ja, so einmal im Monat, denke ich schon drauf. Ja. Ja, sie hat uns dann den Rat gegeben, dass wir doch mal vielleicht ein bisschen experimentieren sollten, ja. Dass mal ein bisschen wieder Schwung ins Bett kommt. Ja. Ja. Sind dann auch direkt losgezogen, sind in Beate Uselade gegangen, ja. Sind doch tatsächlich mit einer kompletten SM-Latex-Ausrüstung wieder heim. Ja. Und waren wir uns da so gegeben gestanden, ne? Jeder in so einer Wurstpille. Ich sag Ihnen eins. Aber da dabei noch an Sex denkt, da ist doch nicht mehr ganz dicht. Aber wenn du dich küssen willst, musst du erst mal so einen Reißverschluss aufmachen. Also meine Frau hat uns ähnlich gelacht wie du. Hab ich auch angefangen zu lachen. Haben erst mal 2 Stunden gar nichts mehr machen können. Und waren nur vom Fernseher gesessen. Ja, dann kommt aber das nächste Problem. Latex auf Ledercouch. Das quietscht. Wenn du dich bewegst. Aber du musst dich ja bewegen. Weil ansonsten klebst du ja fest. Ich habe mich dann ein bisschen aufgeregt und habe dann gedacht, jetzt hast du einen Haufen Geld zum Fenster rausgeschmissen. Oh, das ist doch. Dann habe ich aber meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe gedacht, fangst mal so ein SM-Rollenspiel an. Bin ich also dann zu meiner Frau gegangen, habe ich dann vor sie gestellt und habe gesagt, bück dich, du Schlamp! Meine Frau war nicht so begeistert. Wie redest du denn mit mir? Hab ich gesagt, das hat doch die Frau in der Eheberatung gesagt, bei den SM-Rollenspielen. Einer ist der Meister, einer ist der Sklave. Und der gnädige Herr muss natürlich der Meister sein. Ich sagte, nee, brauche ich gar nicht. Kann auch der Sklave sein. Ich dann also runter, voller Mund. Und hab dann mal ausgelegt. Schlag mich! Ich war ungezogen, Herrin! Gut, meine Frau hat dann wieder das letzte Wort gehabt und hat gesagt: Ajo. Das kann er. Der Unertrickte raushängen lassen.
Gut, wenn's dann Zeuge lässt, haben wir dann so mal Gedanken gemacht, ja, warum man eigentlich so ist, wie man ist, warum die Eltern so sind. Ja, mein Vater zum Beispiel, also, wir haben kein gutes Verhältnis miteinander gehabt. Ich wollte immer was unternehmen, aber hab dann immer gesagt, Papa, ich möchte in den Zoo. Hat er immer gesagt, wenn sie dich wollen, kommen sie schon. Gut, da hat's so nicht gestohlen. Mein Opa ist noch schlimmer. Da hat dazu noch gesoffen. Und die Frauengeschichte, oh Jesus. Aber die Oma ist bei ihm geblieben. Bis zum Schluss. Das war selbst halt so. Da bist du bis zum bitteren Ende zusammen geblieben. Heute trennt sich ja wegen jedem Kram. Gut, meine Eltern sind auch noch zusammen. Die führen zwar einen kleinen Krieg jeden Tag, aber Beziehung funktioniert. Meine Mutter hat sogar nach 45 Ehenjahren meinem Vater das Nägelkauen abgewöhnt. Gut, die hat das Gebiss versteckt, aber... Als Kind denke ich ja gar nicht über solche Sachen nach. Ja, da glaube ich auch noch, dass sich der Storch bringt. Habe ich auch geglaubt. Bis dann eines Tages in der Schule hieß es, die Samenzelle des Mannes müssen zur Eizelle der Frau. Das hat mich dann ein bisschen beschäftigt. Habe ich dann gedacht, wie haben sie die Samenzelle von meinem Vater geschafft, über die Bettritz zu meiner Mutter? Wie schwer ist es nicht? Das hat mich wirklich wochenlang beschäftigt. Dann habe ich mir dann gedacht, gut, schreib's mal an die Bravo. Schick setzt. Liebes Dr. Sommerteam, ist es möglich, dass Spermien in der Pyjamahose diffundieren und über Bettdeckenbewegung über die Luft übertragen werden? Ansonsten muss ich davon ausgehen, dass es sich bei mir um Jesus handelt. In einer Ehe ist es so eine Sache, ne? Da geht's mal gut und mal weniger gut. Aber ich hab da auch noch mal was mit meiner Frau erlebt. Das war ja auch so eine Sache. Da war so ein halbes Jahr mit sehr, sehr, sehr wenig Verkehr. Und da ist sie irgendwann auf mich zugekommen und gesagt, ich brauche einen Vibrator. Oder das. In dem Fall hat sie Vibrator gesagt. Gut, im ersten Moment war ich geschockt, ne? Also, gedacht, oh. Aber dann habe ich mir gedacht, warum nicht? Ich meine, es entlastet ja auch mich ein bisschen, ne? Also. Jetzt stellt sich nur die Frage, wer kauft dieses Höllending? Na gut, die Antwort war relativ schnell klar. Ich. Und ich sagte, warum denn ich? Und sie gesagt, ach Gott, wenn mich jemand sieht, wann ich das Ding kaufe, was sollen die Leute denken? Außerdem bist du daran schuld, dass ich einer brauche. Also gelte das Verursacherprinzip. Gut, hab ich gemacht. Bin halt in so einen Sexshop neu. Da fallst ja vom Klave ab. Warst du schon mal drin in sowas? Ach Gott, nee. Weil am Anfang sieht's ja schön aus. Die Kabinen so aneinandergereiht. Aus der erst herrscht, ja, ja, ja. Aus der zweite herrscht, oh, 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 oh. Und aus deiner dritte hörst, meh!
Also schon ein bisschen anders. Ich habe mir gedacht, ja komm, laufst weiter, ganz unauffällig. Und da war ich dann vor diesem riesen Regal gestanden. Was es da gibt? Hast du das gewusst? In sämtlicher Farbe und Formen. Groß, dick, klein, vegan, pH-neutral. Mit Noppe. Mit Stachel. Hab mir gedacht, gut. Edelstahl gibt's auch noch. Hab mir gedacht, gut. Weil der Abfluss zu reinigen ist, so einer mit dem Stachel. Vielleicht ganz gut, aber naja. Auf jeden Fall habe ich mich für das Modell Long Angel entschieden. Ein Riesenteil. Aus chinesischer Fabrikation. Gut, das ist an sich ja schon ein Widerspruch, ne? Aber gut. Ich hab das Ding dann mitgenommen. Aber hab ich einen Spaß mit der Gebrauchsanweisung, das sag ich euch. Ich muss es euch vorlesen. Obacht. Im herrlichsten Chinesisch-Deutsch. Herzlichen Glückwunsch! Zu erwerben von Angel! Eine Hohleitung Vibrator für eine mehr erfreuliche Orgasmus. Anwendung? Vibrator, Verpackung, Entnehmung. Stellen sicher, Batterie richtig. Voll und Plus Minus. Und nun? Drücken an, Salter. Und jetzt kommt der beste Satz. Ich habe mich kaputt gelacht. Obacht. Fühlen, gelegt, vorsichtig in Seide. Nach Beendigung von Orgasmus geht aus Seide entfernen. Keinenfalls in Seide liegen lassen. Sonst keine Garantieanspruch.